Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. So hat es die SPD in einem Rentenpapier in Abstimmung mit Kanzler Scholz mitgeteilt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich mache es mal ganz kurz und knapp. Der Bundestagswahlkampf in Sachen gesetzliche Rente hat begonnen. Wir sind also quasi voll mittendrin. Und da hat die SPD in einem Positionspapier, in einem Strategiepapier, nennen Sie es bitte auch Rentenpapier, Folgendes mitgeteilt. Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Das Thema gesetzliche Rente wird zum Wahlkampfthema Nummer 1 gemacht. So hat es die SPD verkündet. Und die Abschaffung der Rente mit 63 wird es mit der SPD nicht geben. Was meint sie damit? Sie meint die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Version, so wie wir sie seit dem 1.7.2014 haben, wo es tatsächlich für die Geburtsjahrgänge vor 1953 den Rentenzugang mit Vollendung des 63. Lebensjahres gegeben hat. Aber, meine Damen und Herren, Sie wissen, was damit gemeint ist. Die abschlagsfreie Rente mit 63 wird nach dem Willen der SPD in Abstimmung mit Kanzler Scholz grundsätzlich nicht abgeschafft, zumindest nicht bis zur nächsten Wahl eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin. Wir wissen ja heute aktuell immer noch nicht, ob die SPD überhaupt bis zur nächsten Bundestagswahl durchhält. Das ist alles noch in den Sternen. Da müssen wir halt schauen, wie die Dinge hier sich entwickeln, auch nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Ja, meine Damen und Herren, die Aussichten für die SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sehen eher düster aus. Und wenn man sich die Umfragen dort anschaut, dann schwant einem Schlimmes, dass möglicherweise die SPD es nicht schaffen wird oder zumindest in einigen der Landtage es nicht mal mehr schaffen wird, dort über die 5%-Hürde zu kommen. Aber wir wissen es nicht, deshalb müssen wir abwarten. Aber eine ganz klare Kampfansage an alle diejenigen, die die Rente mit 63 abschaffen wollen, mit der SPD ist das nicht zu machen. Wahrscheinlich die rote Linie, wahrscheinlich um noch sozusagen ein paar Stimmen in dem Wahlkampf abzufischen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Für Sie natürlich auch zur Beruhigung, dass diese fürchterliche Diskussion, die aktuell auch immer noch durch die Zeitung und durch die Online-Medien geht, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden soll, endlich mal ein Ende hat und Sie dann auch in Ruhe und zukunftsgerichtet auch Ihre Rente ordentlich planen können und auch den Rentenbeginn planen können. Aber was nach einer neuen Bundestagswahl, also was nach einer Bundestagswahl 2025 oder vielleicht sogar dieses Jahr noch dann passieren wird, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was, wenn zum Beispiel die CDU an die Macht kommt und einen Kanzler stellt oder eine Kanzlerin stellt, was dann hier in Deutschland in Sachen Rente mit 63 passieren wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.